Peter entspricht seit einigen Tagen genau Dannys Stimmung. Seitdem der Zirkus und Sheila weitergezogen sind, läuft Danny mit tief betrübtem Gesicht umher. Aber es hilft ihm etwas, dass alle Verständnis für ihn haben. Schließlich hat jeder auf dem Süderhof Sheila gemocht. Danny hält sich jetzt mehr als sonst an Bimbo, weil er findet, dass sie ein klein wenig Ähnlichkeit mit Sheila hat. Zugeben würde er das natürlich nie, aber außer ihm ist auch noch niemand auf diese Idee gekommen. Als Bimbo, Molle, Peggy und Danny an diesem Morgen auf den Schulhof kommen, herrscht ein ohrenbetäubender Lärm. Die Schüler schreien noch lauter als sonst durcheinander. Irgendjemand hat das Gerücht aufgebracht, dass die Schule geschlossen wird. Wer diesen Blödsinn wohl in die Welt gesetzt hat? In der 9b verstummen Gerüchte und Geschrei, als der neue Geschichtslehrer Dr. Martin Kistler eintritt. Guten Tag! Guck mal, der Neue! Der Neue schreibt mit Kreide seinen Namen an die Tafel. Dann dreht er sich zur Klasse um und rückt seine dunkle Hornbrille zurecht. Zu eurer Information. Meine früheren Schüler haben mich Kiste genannt. Hallo, Kiste. Ein Spitzname, mit dem ich leben kann. Aber wenn euch etwas Besseres einfällt, ich bin flexibel. Gar nicht so übel, dieser Kiste, wie es scheint. Kiste geht zu seiner Tasche hinüber, die er auf dem Pult abgestellt hat, und holt einen Stapel Zettel heraus. So hat er gar nicht bemerkt, dass Dolly atemlos hereingekommen ist. Entschuldigt bitte. Ich habe mich ein bisschen verspätet. Die Klasse wird unruhig. Dr. Kistler starrt Dolly an und rückt wieder an seiner Brille. Endlich hat Dolly ihn entdeckt. Herr Kollege, wollen Sie zu mir? Ich war der Meinung, dass die 9b jetzt Geschichte hat. Geschichte? Wieso? Ich unterrichte Englisch. Tut mir leid, da muss ich irgendetwas verwechselt haben. In diesem Augenblick verwechselt Dr. Kistler wirklich etwas. Er greift nach Dollys Tasche, die sie inzwischen auch auf dem Pult abgestellt hat, und will damit die Klasse verlassen. Der Stundenplan ist mir noch nicht so vertraut. Entschuldigen Sie bitte. Nur wenn Sie meine Tasche hier lassen. Selbstverständlich. Ein Irrtum, mein Gott. Wie dumm von mir. Aber wir haben Geschichte. Bimbo ist einfach dazwischen geplatzt. Dolly schaut irritiert in die Klasse und schüttelt den Kopf. Ach, wirklich? Dolores, was ist nur mit dir los? Ihr seid ja erst nächste Stunde dran. Tut mir leid, Herr Kollege. Mein Fehler. Wiedersehen. Dr. Kistler starrt auf die Tür und rückt wieder seine Brille zurecht. Aber gleich darauf ist er ganz bei der Sache. Übrigens, weiß jemand von euch, was Asbest ist? Ich warte. Danny hat beim Wort Asbest aufgehorcht und Kiste hat es sofort bemerkt. Genau vor Danny bleibt er stehen. Wie ist dein Name? Danny. Also Danny? Asbestplatten benutzt man zum Isolieren, gegen Hitze und Kälte. Richtig. Aber warum ist Asbest so gefährlich? Die Fasern setzen sich in der Lunge fest und das macht krank. Das glaube ich jedenfalls. Richtig. Asbestfasern zerstören das Lungengewebe. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Deshalb werden alle öffentlichen Gebäude, in denen Asbest verbaut wurde, saniert. Auch dieses Gymnasium. Was bedeutet das für uns? Wird die Schule geschlossen? Ein Teil der Schule muss geschlossen werden. Ja! Deswegen wird aber kaum Unterricht ausfallen. Oh. Die meisten Schüler machen jetzt ihre Klassenreise. Für die anderen haben wir Ersatzräume gefunden. Eure Klasse und die 8b gehen für 2 Wochen nach Lüneburg. Super! In ein Schullandheim, ein sehr schönes Haus. Wahnsinn! Wahnsinn! Wie ihr sicher wisst, hat Lüneburg eine wunderschöne Altstadt. Wir finden dort hervorragendes Anschauungsmaterial, steinerne Zeugen der Geschichte sozusagen. Das kann ja heiter werden. Was hast du gemeint? Es wird sicher interessant. Geschichte ist ein faszinierendes Fach, ja. Kommt Dolly auch mit? Ich gehe davon aus, dass sämtliche Schüler beider Klassen mitkommen. Er meint unsere Englischlehrerin, Frau Malzahn, die eben hier war. Ach, das ist Frau Malzahn. Ja, sie wird die 8b begleiten.
Dr. Kistler verteilt nun Zettel, die den Eltern die Situation des Gymnasiums schildern. Währenddessen läuft auf dem Süderhof alles seinen gewohnten Gang. Sonja freut sich, dass der Himmel endlich wieder strahlend blau ist und hat den ganzen Morgen an einem neuen Kapitel ihres Buches »Schulprobleme bei Einzelkindern« gearbeitet. Dr. Brendel verarztet in seiner Praxis den weißen Angora-Hasen von Herrn Timme. Der alte Herr übertreibt seine Sorgen um den Hasen gern ein bisschen. Komisch, dass Harvey immer diese Probleme mit den Augen hat, Herr Doktor. Sie werden sehen, Herr Timme, die Tropfen helfen schnell. Morgens und abends ein Tropfen ins Unterlid, eine Woche. Danke, Herr Doktor, danke. Wiederschauen. Wiederschauen. Mittagspause. Tschüss, bis nachher. Bis nachher. Christine hat mit Herrn Timme zusammen das Haus verlassen. Bei dem schönen Wetter möchte sie jede freie Minute nutzen. Fast wäre sie mit Bimbo zusammengestoßen, die mit ihrer Mutter in die Praxis will. Wir fahren nach Lüneburg, Daddy. Wieso? Macht er eine Klassenfahrt? Sie werden ausquartiert, Günther. Die halbe Schule wird abgerissen wegen Asbest. Super nicht. Wir kommen in ein Schullandheim. Wenn ich das richtig verstanden habe, werden die Eltern gar nicht mehr gefragt. Bimbo. Wir dachten, ihr freut euch. Immerhin zwei Wochen Ruhe für uns. Du vergisst Benny. Kleine Monster ist jetzt gelegentlich eine Großfamilie. Wolltest du nicht Fatima endlich an der Longe trainieren? Und wer kümmert sich um Klärchen? Mir fällt schon was ein, Daddy. Mir macht ganz was anderes Sorgen, Günther. Du machst dir doch immer Sorgen, Mami. Bimbo, Mami denkt an deine Diabetes. Ihr habt doch bestimmt einen ganz anderen Tagesrhythmus. Du darfst deine Spritzen nicht vergessen, Bimbo. Das tue ich hier doch auch nicht. Und regelmäßige Mahlzeiten sind genauso wichtig. Versprich uns, dass du auf dich aufpasst. Logisch. Beim letzten Wort ist Bimbo schon halb aus der Praxis. Es nervt sie ziemlich, wenn ihre Eltern sich Sorgen um ihre Zuckerkrankheit machen. Sonja sieht der Tochter hinterher. Es ist bewundernswert, wie sie ihre Krankheit in den Griff bekommen hat. Am Abend im Bett zerbricht sich Bimbo noch den Kopf darüber, wem sie ihr Pony Klärchen und das Fohlen Fatima anvertrauen soll. Kurz vor dem Einschlafen hat sie endlich die rettende Idee. Lukas. Sie wird Lukas aus der 10b fragen. Der hat den nötigen Pferdeverstand. Beruhigt schläft Bimbo ein. Am nächsten Tag, nach dem Unterricht, hat sie es eiliger als sonst, zu den Fahrradständern zu kommen. Sie erwischt Lukas, als er sich gerade auf sein Rad schwingen will. Plötzlich kommt Lukas ihr besonders gut aussehend, besonders groß und besonders fremd vor. Egal. Klärchen muss versorgt werden. Hast du mal einen Moment Zeit? Wird ja nicht ewig dauern, oder? Ich muss eigentlich zum Training. Gerade darum geht es. Hast du auch was mit dem Turnier nächsten Samstag zu tun? Nein, aber ich weiß, dass du ein guter Reiter bist. Baby, ich bin ein sehr guter Reiter. Okay, meinetwegen. Ich habe auch ein Pferd. Du meinst, du hast ein Pony? Lärchen hat Araberblut und ist verdammt schnell. Okay, was ist mit deinem Pony? Vergiss es, ich hätte dich gar nicht fragen sollen. Bimbo lässt Lukas einfach stehen. Der sieht ihr verblüfft nach. Aber nur einen Moment, dann stellt er sein Rad ab und holt sie mit ein paar großen Sätzen wieder ein. Na sag schon, worum geht's? Um Klärchen. Sie muss bewegt werden, wenn wir in Lüneburg sind. Und deshalb hast du dich an einen Spitzenreiter gewandt. Verstehe. Für Klärchen ist der Beste gerade gut genug. Und wann stellst du sie mir vor? Soll das heißen, du kümmerst dich um sie? Ich sehe sie mir heute Nachmittag mal an, okay? Um 4? Also doch kein so übler Kerl, dieser Lukas. Wenn Bimbo ganz ehrlich ist, findet sie ihn sogar ganz toll. Aber das wird sie ihm natürlich nicht zeigen. Nach dem Mittagessen verschwindet Bimbo sofort im Stall, um Klärchen für Lukas schön zu machen. Als sie nach einer Weile die Stute auf den Hof führt, ist Klärchen geputzt, gekämmt und gesattelt. Das bemerkt sogar Ben, der sich langweilt. Sieht sie nicht super aus oder kennst du ein hübscheres Pferd? Ben schüttelt den Kopf. Gerade in diesem Moment kommt ein fremdes Pferd auf den Hof und reißt Anuschka aus ihrem Nachmittagsdösen. Ben hat nur noch Augen für den Reiter. Ist das dein Freund, Bimbo? Quatsch. Lukas kümmert sich um Klärchen, wenn ich weg bin. Und warum tut er das? Weil ich Pferde liebe. Besonders Ponys mit Araberblut. Ein hübscher Kerl. Ja, dein Klärchen kann sich auch sehen lassen. Ja, sie hat das Strandrennen gewonnen. Was hältst du vom Ausritt? Klar, warum nicht? Mit einer eleganten Bewegung hat sich Bimbo in den Sattel geschwungen. Lukas wendet sein Pferd und beide reiten vom Hof.
Danny, der bei Oma Brendel Apfelkuchen für den Nachmittagskaffee geholt hat, sieht die beiden nur noch von hinten. Trotzdem hat er Lukas sofort erkannt und wirft ihm einen giftigen Blick nach. Die hat sich verknallt in den Typen. Verstehst du das? Ja, der ist doch super! Es hilft gar nichts, dass Danny Ben böse anschaut und sich vielsagend gegen die Stirn tippt. Benny bemerkt es nicht einmal. Immer noch strahlend vor Bewunderung sieht er den beiden Reitern nach. Der nächste Tag vergeht besonders schnell, weil gepackt wird. Abends geht es dann noch zum Verabschieden zu Oma und Opa Brendel. Die beiden sehen ganz gerührt aus. Aber 2 Wochen sind ja keine Ewigkeit, meint Oma schließlich, und Opa nickt zustimmend. Sonja bringt frühmorgens die 4 mit dem Jeep zum Bus. Die meisten Schüler der beiden Klassen sind schon da und haben sich vor dem Bus aufgestellt. Dr. Kistler läuft aufgeregt hin und her. Peggy, Danny und Molle beobachten amüsiert, wie er immer wieder auf seine Uhr sieht. Pünktlichkeit scheint für manche Leute ein Fremdwort zu sein. Mein Gott, ist der nervös. Ich möchte nur mal wissen, warum. Komisch, dass Dolly noch nicht da ist. Eben nicht so hektisch wie Kiste. Ihr steigt am besten schon mal ein, aber bitte ohne großes Gedränge. Plötzlich bahnt Lukas sich einen Weg durch die wartenden Schüler. Danny sieht ihn kommen und wirft Bimbo einen spöttischen Blick zu. Dein Herrenreiter sucht dich. Ich wollte mich nur verabschieden. Nett von dir. Und mach dir keine Sorgen, okay? Ich kümmere mich um deine Pferde. Danke. Ich muss jetzt, wir wollen gleich losfahren. Hier, für dich. Mach's gut. Muss Liebe schön sein. Aufmerksam hat Danny registriert, wie Lukas Bimbo einen Brief zugesteckt hat. Als Lukas sich jetzt entfernt, versucht Danny einen Blick auf das Papier zu werfen. Aber Bimbo lässt es schnell in ihrer Tasche verschwinden. Da endlich kommt Dolly mit einem Riesenkoffer. Dr. Kistler fasst sofort mit an, um zu helfen. Frau Malzahn. Gott sei Dank. Ich darf noch. Oh, Sie gehören hier zu einer aussterbenden Spezies, Herr Kistler. Wie bitte? Sie sind ein Kavalier, Dankeschön. Während der Fahrt liest Bimbo den Brief von Lukas erst, als Danny sich mit ein paar Jungen zum Kartenspielen zusammensetzt. Eigentlich steht gar nichts Besonderes drin, aber Danny geht es trotzdem nichts an. Toll findet Bimbo, dass Lukas sich vor allen anderen von ihr verabschiedet hat. Sie weiß nämlich genau, dass viele Mädchen für Lukas schwärmen. Einige werden ganz schön eifersüchtig sein. Als man mittags in Lüneburg eintrifft, sind alle froh, aus dem heißen Bus zu kommen. Es gibt das übliche Gedrängel, bis endlich jeder sein Gepäck hat. Anschließend hält der Herbergsvater, ein Herr Andresen, eine kleine Empfangsrede. Guten Tag alle miteinander. Herzlich willkommen bei uns zu Hause. Ich bin Herr Andresen und was ich hier sage, ist nicht gemacht. Ganz schön strenge Sitten hier. Und übrigens im ganzen Haus herrscht absolutes Rauchverbot. Sehr richtig, Rauchen gefährdet die Gesundheit und belästigt die Mitmenschen. Eure Betten müsst ihr selbst machen. Was? Das ist immer besser. Sonnabends haben wir immer Disco. Von 6 bis 10 Uhr. Keine Minute länger. Ab 10 Uhr abends ist unser Haus geschlossen. Grundsätzlich. Wo sind eigentlich die Unterrichtsräume? Die sind im Nebengebäude. Alles ein bisschen improvisiert. Die Schüler schlafen im ersten Stock. Doppel- oder Viererzimmer. Jungs und Mädchen natürlich getrennt. Und wo schlafen wir Lehrer? Genau wie die Schüler im ersten Stock. Aber wir haben hoffentlich Einzelzimmer. Keine Angst, Herr Kollege, Sie müssen sicherlich nicht mit mir in einem Zimmer schlafen. Aber Sie haben mich völlig missverstanden. Wer weiß. Merkst du auch was? Wieso? Kiste ist in Dolly verknallt. Ich wünsche euch also einen schönen Aufenthalt. Los, jetzt geht's ans Zimmer verteilen. Aber bitte ohne Schlägereien. Es gibt ein wildes Geschubse. Alle greifen nach ihren Taschen und Koffern. Danny, der höflich sein will, fasst nach Dollys Koffer. Dummerweise hat Kiste die gleiche Idee und beide stoßen mit den Köpfen zusammen. Dann setzt Kiste sich durch und entreißt Danny den Koffer. Lass mal, ich mach das schon. Kokett lächelnd stöckelt Dolly hinter Dr. Kistler und ihrem Koffer her. Danny hat das Nachsehen und seine Schwester und Molle grinsen schadenfroh. Beim Zimmeraufteilen haben Peggy, Molle und Bimbo Glück. Inken wird ihre Zimmergenossin.
Wie gut, das hätte schlimmer kommen können. Am Nachmittag macht Kiste mit beiden Klassen einen großen Spaziergang durch die Altstadt und erzählt von der Bedeutung der Salzstraße. Danach ruhen sich die Schüler auf dem Rasen eines großen Parks aus. Dolly hat die Schuhe ausgezogen und massiert ihre Füße. Peggy amüsiert sich über Dr. Kistler, der schon eine ganze Weile versucht, in Dollys Nähe zu gelangen. Nur weiß er nicht recht, wie er das möglichst unauffällig bewerkstelligen kann. Molle blättert in ihrem Stadtführer und stöhnt. Oh, all diese Zahlen. Ich kann mir die einfach nicht merken. Tja, Dr. Kistler ist ein wandelndes Lexikon. Morgen zeigt er euch die Marienkirche. Berühmte norddeutsche Backsteingotik. Jeden Tag Gotik ist echt zu viel. Können wir nicht mal schwimmen gehen? Ja, das ist eine gute Idee. Ich weiß noch nicht, was Dr. Kistler dazu sagt. Aber interessiert Sie meine Führung denn nicht? Doch. Aber ich kenne Lüneburg. Sehr gut sogar. Ich entdecke es immer wieder neu. Wir könnten uns vielleicht später unabhängig machen. Heute Abend? Diese norddeutsche Backsteingotik. Im Abendlicht. Heute geht es leider nicht. Ich erwarte noch ein dringendes Telefonat. Tut mir leid. Schade. War ja auch nur eine Idee. Ich hätte Ihnen wirklich gern die Reste der Klostermauern am Sande gezeigt. Und ich wäre wirklich gern mitgekommen. Hier um die Ecke ist ein kleines Café. Was haltet ihr davon, wenn wir Eis essen gehen? Ja! Einige Stunden später ist Ruhe im Schullandheim eingekehrt. Die Schüler schlafen und die Lehrer wohl auch. Irgendwann wacht Danny auf, weil er furchtbaren Durst hat. Zunächst versucht er einfach nicht daran zu denken, aber es hilft nichts, es wird immer schlimmer. Schließlich steht er auf und schleicht sich aus dem Zimmer. Nanu, wo kommt denn diese Musik her? Ah, da drüben steht eine Tür offen. Da wohnt doch Kiste. Am nächsten Tag nach dem Unterricht schleicht Bimbo sich allein aus dem Schullandheim. Die Telefonzelle an der übernächsten Ecke ist ihr gestern schon aufgefallen. Gerade presst sie mit glücklichem Gesicht den Telefonhörer ans Ohr und nickt heftig. Super Idee, ja. Und wie kommst du her? Und wo treffen wir uns? Klar kenne ich dich. Die meisten Kirchen haben wir mit Kiste schon abgehakt. Okay, also um 2:30. Ich freue mich auch. Bis Sonntag. Du, Lukas, grüß Klärchen und Fatima von mir. Na bitte. Nun wissen wir doch wenigstens, mit wem Bimbo da eben telefoniert hat. Das klang ja ganz nach einer Verabredung für den Sonntag. Na, hoffentlich klappt das. Während Bimbo wie auf Wolken geht, lässt Dolly den ganzen Nachmittag den Kopf hängen. Die anderen merken es gar nicht, aber Peggy entgeht keiner der schnellen Blicke, die Dolly in Kistes Richtung schickt. Auch Kiste wirkt heute sehr abwesend. Nicht einmal die Backsteingotik versetzt ihn in Begeisterung. Später beim Abendessen erkundigt er sich nach Dolly, aber niemand weiß, wo sie steckt. Daraufhin bezieht Kiste am Tisch neben der Tür Position und lässt sie nicht aus den Augen. Erst als die Schüler das Geschirr zusammenräumen, gibt er die Hoffnung auf. Seufzend faltet er seine Zeitung zusammen, rückt die Brille zurecht und verlässt den Speisesaal. Molle macht sich langsam Sorgen um Dolly. Jemand, der nicht essen mag, muss krank sein. Deshalb beschließt sie, nach der Lehrerin zu sehen. Ja, bitte? Hallo. Ach du, Molle. Ich wollte nicht stören. Du störst nicht, komm rein. Ich wollte nur wissen, ob alles in Ordnung ist. Wieso, warum denn? Weil sie doch nicht beim Abendessen da waren. Dr. Kistler hat nach ihnen gefragt. Ach, hat er das bemerkt? Was macht er denn jetzt? Er ist gerade noch mal weggegangen. Ach so. Er zeigt wahrscheinlich noch ein paar Schülern die Altstadt am Abend, oder? Er war alleine. Und wie gefällt's dir hier so? Es geht so. Ich finde Dr. Kistler ist ein bisschen komisch. Was haltet ihr eigentlich von ihm? Ich glaube, der hat Probleme. Wieso, warum das denn? Danny hat erzählt, dass Dr. Kistler nachts Musik hört, statt zu schlafen. Weißt du, Molle, das Leben der Erwachsenen ist manchmal richtig kompliziert. Dolly ist plötzlich vollkommen verändert. Sie springt auf, holt eine Tüte mit Schokoladenwaffeln und hält sie Molle hin. Weißt du?
Danke. Ich bin so leicht zu verführen. Du auch? Molle hat Peggy später natürlich alles haarklein erzählt. Nur die Schokoladenwaffeln hat sie ihr verschwiegen. Peggy kann nämlich sehr spitze Bemerkungen zu Molles ständigem Appetit machen. Am nächsten Nachmittag sitzen Peggy und Molle im Garten des Schullandheims und schreiben Postkarten. Oder besser, sie haben den Vorsatz, Karten zu schreiben. Denn im Augenblick sind die beiden wieder mal bei ihrem Lieblingsthema. Viel mehr als Kartengrüße nach Hause interessiert die beiden nämlich etwas ganz anderes. Dolly ist in Kiste verknallt. Und Kiste in Dolly, logisch. Ich möchte nur wissen, warum die beiden die Sache so komplizieren. Erwachsene. Kann man denn da gar nichts machen? Man müsste irgendwie nachhelfen. Ich habe mal einen Film gesehen, da wurden Liebesbriefe gefälscht. Das war toll. Ich hab's. Dolly kriegt einen Brief von Kiste. Du meinst, wir schreiben einen Brief an Dolly in Kistes Namen? Ja, und umgekehrt auch. Kiste kriegt einen Brief von Dolly. Jedenfalls wird er das denken. Und wir verabreden die beiden für ein Rendezvous. Was hältst du davon? Das klappt doch nie. Warum sollten sich die beiden Briefe schreiben? Die können auch miteinander reden. Sie tun's aber nicht. Das siehst du doch. Stimmt, weil Kiste zu schüchtern ist. Vielleicht stören wir Schüler ihn ja. Dabei wartet Dolly nur darauf. Siehst du, wir tun nur ein gutes Werk. Also gut, mit Dolly fangen wir an. Schreib mal. Lieber Kollege, es wird Zeit, dass wir die Missverständnisse zwischen uns beseitigen. Ein Gespräch wäre wichtig. Bitte kommen Sie morgen um 3 in den Dom. Dolly Mahlzahn. PS, bitte seien Sie diskret. Aha, ich verstehe, damit er den Mund hält. Sehr gut. So, und jetzt Kiste. Einmal ohne Schüler auf den Spuren der Geschichte wandeln. Morgen gegen 3 in der Kirche. Ich freue mich drauf. Und jetzt die Unterschrift. Kannst du tippen? Na hör mal, ich bin die Tochter einer Schriftstellerin. Gut, dann lege ich die Briefe in die Lehrerfächer. Aber erst vorm Schlafengehen. Das bleibt für ewig unser Geheimnis, okay? Man kann für die zwei nur hoffen, dass niemals herauskommt, wer diese Briefe geschrieben hat. Zugegeben, Peggy und Molle haben die allerbesten Absichten, aber ob Dolly und Kiste das auch so sehen werden? Spätabends legt Peggy die Briefe unbemerkt in die Fächer von Dolly und Kiste. Und nun können Molle und sie kaum noch erwarten, dass es endlich Sonntag wird. Bimbo begrüßt den Sonntag genauso aufgeregt wie Molle und Peggy, obwohl sie noch keine Ahnung hat, was Lukas und sie unternehmen könnten. Aber vielleicht hat Lukas ja eine Idee. Toll, dass das Wetter so gut mitspielt. Darüber freut sich auch Lukas, der am Straßenrand steht und bei jedem Auto, das sich nähert, den Daumen hebt. Bei einem alten, klapprigen VW-Transporter hat er schließlich Glück. Der Wagen hält an. Am Steuer sitzt ein junger Mann mit langen Haaren, die von einem Stirnband zusammengehalten werden. Das junge Mädchen neben ihm sieht ausgesprochen punkig aus. Als Lukas an das Autofenster tritt, taucht plötzlich der riesige Kopf eines Zottelhundes auf. Überrascht zuckt Lukas zurück. Müller-Lüdenscheid ist harmlos. Ich habe keine Angst vor Hunden. Sah aber eben so aus. Willst du nach Lüneburg? Ja, genau. Könnt ihr mich mitnehmen? Ja, klar, steig ein. Oh, danke. Ist nett von euch. Nach dem Mittagessen hat Bimbo ihre Haare gewaschen. Jetzt ruppelt sie schon eine ganze Weile mit dem Handtuch, damit sie schneller trocknen. Zu dumm, dass sie den Föhn vergessen hat. Molle, die gerade ihre Zähne putzt, beobachtet ihre Schwester. Hast du dir nicht erst gestern deine Haare gewaschen? Seit wann kontrollierst du das? Ich meine ja nur. Kommt ihr mit zum See? Wir wollen ein Ruderboot mieten. Peggy und ich wollten eigentlich mal ohne die anderen los. Und was ist mit dir, Bimbo? Ich? Nö, keine Lust. Typisch Weiber. Dich hindert ja keiner daran. Schon verstanden. Und was ist mit der Straßenfeder heute Abend? Um 6 sind wir längst wieder da.
Danny hat genug von den beiden und geht. Ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich nicht. Ist was mit deinem Zucker? Nee, ich bin nur ein bisschen K.O. Du siehst aber ganz gut aus. Ich leg mich trotzdem etwas hin. Okay, tu das. Ich guck mal, wo Peggy bleibt. Eine ganz schöne Heimlichtuerei ist das an diesem Sonntag. Aber Molle und Peggy können nun wirklich niemandem sagen, was sie vorhaben. Und Bimbo will ihr Geheimnis mit keinem teilen. Kurz vor 2:30 öffnet Bimbo die Kirchentür. Langsam geht sie durch das Kirchenschiff. Dann steigt sie die Treppe zur Empore hinauf. Der Organist sieht sie und nickt ihr freundlich lächelnd zu. Na, magst du so eine Musik? Ja, klingt nicht schlecht. Wenn du Lust hast, kannst du ein bisschen zuhören. Eigentlich bin ich hier verabredet. Hier oben entgeht dir keiner. Von hier hast du den besten Überblick. Der Organist konzentriert sich wieder auf sein Spiel. Ein kleines Weilchen sieht Bimbo zu. Deshalb bemerkt sie Peggy und Molle nicht, die sich hinter einer mächtigen Säule versteckt haben. Und schon wieder öffnet sich die Tür. Dolly kommt herein. Ihre Stöckelschuhe klicken hell auf dem Steinboden, als sie jetzt zur Treppe geht. Neugierig steckt Bimbo den Kopf über die Empore und zuckt zusammen. Ist er gekommen? Lukas nicht, aber meine Lehrerin. Keine Ahnung, was die hier will. Hallo, Bimbo. Das hat ihr gerade noch gefehlt. Dolly kommt tatsächlich die Treppe hoch. Warum bist du nicht mit den anderen zusammen? Also, ich habe was anderes vor. Was ist los, Bimbo? Möchtest du mir was sagen? Ich? Nein, ehrlich. Hast du diesen Brief geschrieben? Nein. Also, wenn du glaubst, dass das lustig ist, ja, dann hast du dich geirrt. So was hätte ich dir nicht zugetraut. Für den Rest des Tages hast du Stubenarrest. Los, komm, wir gehen. Nein, ich muss hierbleiben und warten. Sag mal, hast du vielleicht noch einen zweiten Brief geschrieben? Nein, ich habe überhaupt keinen Brief geschrieben, ehrlich. Entschuldigen Sie bitte, aber ich weiß zufällig, dass diese junge Dame hier mit einem gewissen Lukas verabredet ist, ihrem Freund. Er wollte um 2:30 hier sein. Irgendwas ist schiefgegangen. Bimbo? Das ist er, das ist Lukas. Oh, ich kenne Lukas. Endlich, Lukas. Soll ich raufkommen? Es hat ihr ein kleines Missverständnis gegeben. Sie kommt gleich runter. Bimbo. Danke. Die Sache mit dem Brief tut mir leid. Okay. Bimbo hastet die Treppe hinunter. Im Mittelgang steht Lukas und lächelt ihr entgegen. Peggy und Molle kauern immer noch hinter der Säule. Du entschuldige, ich bin zu spät. Aber diese Schlange hat kein Sternswörtchen, hat sie uns gesagt. Das hat Zeit. Wo ist Dolly? Von der Treppe aus hat Dolly Bimbo und Lukas beobachtet. Jetzt eilt sie dem Ausgang zu. Sie sieht ganz unglücklich aus. Ich verstehe gar nicht, wo Kiste bleibt. Wahrscheinlich ist er misstrauisch geworden. Glaube ich nicht. Direkt vor der Tür steht doch tatsächlich Dr. Kistler. Dolly stutzt. Hallo. Hier bin ich. Hallo. Wollen wir in die Sonne gehen? Muss Liebe schön sein. Es sieht wirklich so aus, als hätten Molle und Peggy ein kleines Wunder zustande gebracht. Dolly und Kiste gehen Hand in Hand aus der Kirche. Die beiden Mädchen sehen ihnen gerührt und zufrieden nach. Bimbo und Lukas sitzen schon eine ganze Weile auf einer kleinen Mauer und lassen die Beine baumeln. Eigentlich wollte ich dich groß einladen, aber das Geld ist weg. Hast du es verloren? Nein, nein. Viel komischer. Ich habe den beiden, die mich mitgenommen haben, das Benzin bezahlt. Wahnsinn. Ich habe sogar noch geholt. Zu Fuß, von der nächsten Tankstelle. Deshalb also die Verspätung. Mhm. Und die Kekse sind auch weg. Welche Kekse? Ah, ich habe welche von zu Hause geklaut. Extra für dich. Kein Problem, vergiss es. Bimbo krempelt gedankenversunken die Beine ihrer Bermuda-Shorts höher. Lukas sieht ihr zu und stutzt plötzlich. Sag mal, was sind das für blaue Flecken? Ach, das ist nichts. Erzähl schon. Was ist damit? Ich weiß, es sieht schrecklich aus. Ja, so schlimm ist es auch wieder nicht. Es kommt vom Spritzen. Spritzen? Ich habe Zucker, Diabetes. Manchmal geht mir das ganz schön auf den Wecker. Puh, unglaublich. Das hätte ich nie gemerkt. So eine klasse Reiterin und Zucker. Deine Kekse hätte ich also gar nicht gedurft.
Und dann kann ich ja froh sein, dass Fabian und Lisa sie aufgefuttert haben. Ach, so heißen die beiden. Fabian gibt heute Abend ein Rockkonzert. Muss ja ein irrer Typ sein. Sag mal, hättest du nicht Lust hinzugehen? Eine super Idee, findet Bimbo. Sollen die anderen Straßenfeste feiern, sie geht mit Lukas ins Rockkonzert. Mit dem Bus fahren die zwei am späten Nachmittag die 13 Kilometer zu der Open-Air-Bühne. Als sie ankommen, ist die Stimmung schon riesig. Bimbo findet die Musik toll. Vor allem aber findet sie Lukas toll. Alles andere zählt nicht in diesen Stunden mit ihm. Landschulheim und Sperrstunde hat sie absolut vergessen. Leider ist es schon etwas spät geworden, deswegen müssen wir jetzt die letzte Nummer spielen. Ist aber was Wunderschönes für Liebende zum Knuddeln. Neverending Rainbow. Steht vor der Bühne und bewegt sich mit den anderen Fans im Takt. Sie reagiert nicht, als Fabian die letzte Nummer ansagt. Lukas zuckt plötzlich zusammen. Sag mal, wie spät ist das? Gleich 11. Ich werde wahnsinnig. Wir müssen sofort los. Hast du nicht gesagt, um 10 schließen wir? Ja. Ein Glück. Die beiden haben gerade noch den letzten Bus nach Lüneburg erreicht. Sicher, Fabian und Lisa hätten sie bestimmt auch mitgenommen, aber dann wäre es noch später geworden. Jetzt stehen die zwei im Mondlicht vor dem Landschulheim. Abwechselnd werfen sie Steinchen ans Fenster von Molle und Peggy. Nichts geschieht. Alles bleibt dunkel. Aber jemand anderes hat die beiden bemerkt. Wie aus dem Nichts tauchen Kiste und Dolly hinter den beiden auf. Das ist ja eine merkwürdige Beschäftigung. Mitten in der Nacht. Warum liegst du nicht längst in deinem Bett? Ich habe irgendwie die Zeit verpasst. Wir waren auf einem Rockkonzert. Ist meine Schuld. Aber musst du morgen nicht in die Schule, Lukas? Ja, leider. Aber ich konnte Bimbo doch nicht allein lassen hier draußen. Und wie gedenkst du jetzt nach Hause zu kommen? An sich wollte ich trampen. Warum diese Zeit? Ich dachte, er könnte vielleicht bei Danny schlafen. Ja, das wäre doch immerhin eine Möglichkeit. Aber trotzdem hast du doch morgen Schule, oder? Ja, ja. Wir schreiben sogar eine wichtige Mathearbeit. Also. Bimbo, du gehst jetzt schlafen. Und diesen Knaben hier werde ich ja wohl mit dem Taxi zum Bahnhof bringen müssen. Ich begleite dich natürlich. Du willst dir die Nacht um die Ohren schlagen? Jemand muss sich doch wachhalten auf der Rückfahrt. Wer hätte gedacht, dass Kiste so liebevoll lächeln kann? Die beiden scheinen ja einen besonders schönen Sonntag verbracht zu haben. Ihr könnt euch vorstellen, dass die restlichen Tage in Lüneburg für alle sehr schön wurden. Niemand ahnt, dass für diese gute Grundstimmung Peggy und Molle verantwortlich waren. Und die beiden selbst sind ja zum Schweigen verurteilt. Am Tag ihrer Rückkehr hat Dr. Brendel es sich nicht nehmen lassen, seine vier Großen selbst mit dem Jeep abzuholen. Als sie auf den Hof fahren, wartet Sonja schon. Da ist deine Hasselbande wieder. Hallo, Finn. Na, wie war's? Ah, es ging. War manchmal ein bisschen langweilig. Das sehe ich aber ganz anders. Ich aber auch. Na, ich habe in den 14 Tagen ein ganzes Kapitel geschafft. Trotzdem habt ihr mir sehr gesehen. Bimbo schaut sich um und sie kann ihre Enttäuschung nicht verbergen. Lukas hatte ihr doch versprochen, bei ihrer Rückkehr da zu sein. Aber wo ist er? Ah, von der Hofeinfahrt klingt Hufe klappern. Alle sehen Klärchen und ihrem Reiter entgegen. Aber noch jemand hockt wie ein Klammeräffchen vor Lukas auf Klärchens Rücken. Guckt euch das an! Benny hoch zu Ross! Damit du Bescheid weißt, Bimbo, das ist jetzt mein Freund. Natürlich kann Ben noch nicht reiten, aber als er sich jetzt streckt und den Rücken gerade macht, ahnt man, dass Lukas ihn schon in die ersten Geheimnisse eingeweiht hat. An diesem Abend sitzt man auf dem Süderhof noch lange im Garten zusammen. Oma Brendel hat eine leichte Früchtebowle gemacht, ganz ohne Zucker, und serviert sie in hauchdünnen Glastassen. Sogar Ben darf einen kleinen Schluck nehmen. Als Lukas sich verabschiedet, ist es schon wieder nach 10. Aber diesmal ist das weniger dramatisch. Während der nächsten Tage reiten Bimbo und Lukas viel zusammen aus. Bimbo ist zwar eine gute Reiterin, aber durch Lukas lernt sie noch eine ganze Menge dazu. Und das soll sich auszahlen, denn Bimbo bekommt ein Wahnsinnsangebot.
Sie soll einen Filmstunt reiten, weil die Hauptdarstellerin noch niemals in einem Sattel gesessen hat. Ihr könnt euch vorstellen, dass Bimbo Feuer und Flamme ist. Und obwohl ihre Eltern aus Sorge um sie dagegen sind, setzt Bimbo ihren Willen durch. Wie sie das schafft und dabei eine neue Freundschaft schließt, erfahrt ihr in der nächsten Süderhof-Folge.